Manchmal kommt das Richtige zur falschen Zeit. Yes, ladies and gentlemen, grüezi miteinander. Gregory Gemayli von Lebestark hier. Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Und zwar hat mich vor ein paar Tagen jemand angerufen und hat nach einem Privattraining für sich zu Hause gefragt. Und normalerweise ist es so, dass ich mittlerweile mit meinem eigenen Gym eigentlich diese Besuche nicht wirklich mache, aber es gibt ja auch immer Ausnahmen. Auf jeden Fall hat sich herausgestellt, dass das eine ganz spezielle Konstellation ist. Und zwar, musst du sehen, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren selbstständig als Personal Trainer unterwegs und im ziemlich exakt genau vor einem Jahr, letztes Jahr im Sommer 2016, habe ich viele Flyer verteilt, weil es einfach eine sehr, sehr starke Werbung ist und ich habe schon ein Video darüber gemacht, wie man sich das eigentlich zu Nutzen machen kann über Social Media und Flyer. Und ich war unterwegs in einer Gegend und habe da eine wunderschöne große Villa gesehen und habe gedacht, ja, vielleicht können die einen Personal Trainer brauchen. Dann habe ich gedacht, okay, ich deponiere jetzt den Flyer in Briefkasten und habe dann gesehen, dass da ein Sticker drauf war, der darauf stand geschrieben, bitte keine Werbung. Und diesen Sticker kennt ihr vielleicht. Ich habe auch diesen Sticker auf meinem Briefkasten und ich habe es auch nicht gern, wenn dann trotzdem Werbung drin ist. Dann habe ich gedacht, okay, ich deponiere den Flyer jetzt nicht in diesen Briefkasten, weil es war noch eine Kamera, die mich dann so angeschaut hat. Und dann bin ich weitergefahren. Und diese Person, die mich jetzt angefragt hat, hat mir dann gesagt, wo sie wohnt. Dann bin ich dorthin gefahren und dann stellt sich heraus, dass es genau diese wunderschöne große Villa ist, beziehungsweise die Besitzer, die dort wohnen, haben mich angefragt für Personal Training für sie zu Hause. Und das war so unglaublich, weil ich stand vor einem Jahr vor dieser Türe und habe gedacht, es wäre cool, wenn die meine Kunden werden, weil ich natürlich auch auf der Suche war. Wenn du das aufbaust, dann bist du am Hustlen und dann gehst du einfach raus und akquirierst Kunden, so wie du kannst, mit, auch vielleicht manchmal mit einem Ninja-Marketing-Plan. Zum Beispiel, ich weiß noch, als ich meine Facebook-Seite gegründet habe, habe ich jeden Einzelnen, der diese Seite geliked hat, angeschrieben und gefragt, ob er Interesse am Personal Training hat. Und auf jeden Fall stand ich vor ein paar Tagen vor diesem Gebäude und habe gedacht, das ist unglaublich, dieser Zufall könnte man meinen, aber ich bin der Meinung als gläubiger Mensch, dass das Gottes Führung ist. Und was ich dir eigentlich mit diesem Video sagen möchte, ist, manchmal kommt das Richtige zur falschen Zeit. Und es war eigentlich richtig, dass ich vor diesem Gebäude war und die hatten ja jetzt irgendwo durch ja auch Interesse. Also hätte ich vielleicht den Flyer deponieren können, aber ich habe es nicht getan, weil ich einfach gedacht habe, nein, hier steht keine Werbung, also mache ich es auch nicht. Und jetzt sind die von sich ausgekommen. Und ich denke, manchmal muss man wissen, okay, vielleicht passt es, aber die Methodik und die Utensilien und die Möglichkeiten, die man jetzt momentan hat, die reichen nicht dafür aus oder sind momentan einfach nicht dafür gedacht. Und manchmal muss man sich ähnlich wie auch im Training bewusst machen, okay, dieses Trainingssystem kann mich vielleicht weiterbringen, aber ich bin noch nicht so weit, um dieses Trainingssystem wirklich in Angriff zu nehmen. Vielleicht habe ich noch zu wenig Power, zu wenig Stabilität, zu wenig Technik und so weiter. Und das war einfach wirklich wieder mal ein Zeugnis dafür, wie Gott meine Wege lenkt und ich einfach sehr dankbar bin dafür. Das Ganze entwickelt sich einfach konstant jeden Tag weiter und es ist eine wunderschöne Reise, auf der ich mich befinde. Und jetzt zeigt es auch wieder mal, wahrscheinlich wirklich ein Jahr später entsteht diese unglaubliche Möglichkeit und ist cool. Ich denke auch für einen Personal Coach ist es wichtig, dass man sagt, okay, ich habe mein eigenes Gym, das ist sowieso meine Ansicht des Ganzen, dass du, wenn du ein Personal Trainer bist oder dich in diesem Bereich wirklich festigen möchtest, dass du ein eigenes Gym benötigst, weil es einfach dich vom ganzen Rest wirklich abhebt. Aber man muss auch noch bereit sein, outside of the box thinking, dass man weiß, okay, eigentlich mache ich es ja eigentlich nicht, aber okay, ich gehe jetzt mal hin und höre mir das an. Und das ist so etwas, was man sich einfach bewusst machen muss, dass man sagt, okay, manchmal habe ich vielleicht eine Philosophie, der ich folge, aber vielleicht gibt es Situationen
und Möglichkeiten, die vielleicht entstehen können, wenn ich vielleicht ein bisschen von dieser Philosophie abweiche und sage, okay, ich bin offen, ich habe einen offenen Horizont. Und das ist sowieso für einen Personal Trainer wichtig, wenn du mit verschiedenen Menschen arbeitest. Du musst auch mit Menschen arbeiten können, die nicht so aussehen, nicht so denken, nicht so handeln, nicht so sind wie du. Das ist sehr, sehr wichtig, allgemein im Dienstleistungsbereich. Und ja, es ist einfach eine sehr coole Geschichte, die ich mit euch teilen möchte. Und denkt einfach daran, manchmal kommt das Richtige zur falschen Zeit und da muss man einfach vielleicht noch ein bisschen Geduld haben. Das war's, Ladies and Gentlemen. Abonniert den YouTube-Channel, falls ihr neu seid. Like das Video, falls es euch gefallen hat. Dislike, falls nicht. Mein Name ist Gregory Gmeile von Lebe Stark. Bis zum nächsten Mal. Peace out.